Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe Tagesordnungspunkt 77 auf. Das ist die Aktuelle Stunde von Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Alle Bundesländer müssen sich der Verantwortung stellen. Transparente und verantwortungsvolle Suche nach einem Endlager für Atommüll. Drucksache 3742/20. Und als erstes hat sich der Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN, Herr Wagner, zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat in dieser Woche ihren ersten Bericht zur Suche nach einem Endlager für atomaren Müll vorgelegt. Das ist wahrlich keine leichte Aufgabe, die diese Bundesgesellschaft hat. Es geht darum, einen geeigneten Standort zu finden, um den strahlenden Atommüll für 1 Million Jahre sicher zu lagern. 1 Million Jahre. Wenn wir uns alle einmal vorstellen, was sich in der Lebenszeit von uns allen schon ändert, wenn wir dann nur einmal uns vorstellen, was wir so für Berichte haben, wie das Leben in dieser Welt vor 1000 Jahren war und was sich seitdem geändert hat, dann bekommen wir in etwa ein Gefühl dafür, was es bedeutet, ein Endlager für 1 Million Jahre zu finden. Und, meine Damen und Herren, dieser Zusammenhang, diese 1 Million Jahre, die machen noch einmal deutlich den gesamten Wahnsinn der Atomkraft, den wir da haben. Das zeigt den gesamten Wahnsinn der Atomkraft. Was ein Glück hat sich Deutschland entschieden, aus der Atomkraft auszusteigen und keinen weiteren strahlenden Atommüll zu produzieren. Das war ein langer Kampf. Es war ein langer Kampf von vielen, von der Anti-AKW-Bewegung, von uns GRÜNEN. Am Ende haben wir immer mehr Bündnispartner dafür bekommen. Das hat uns gefreut. Gott sei Dank ist diese Form der Energienutzung in Deutschland beendet. Und wir sollten auch allen Debatten darüber noch einmal zu diskutieren eine Absage erteilen. 1 Million Jahre strahlender Atommüll, meine Damen und Herren. Wir Grüne wollten auch den mit der Atomkraft verbundenen Atommüll nie. Und dennoch stellen wir uns der verantwortlichen Suche nach einem Endlager. Das ist aus unserer Sicht verantwortliche Politik. Der strahlende Müll ist da, also müssen sich auch alle ihrer Verantwortung für diesen Müll stellen. Und das erwarten wir ausdrücklich auch von denen, die über Jahrzehnte glühende Befürworter der Atomkraft waren. Erst den Dreck anrichten und sich dann vor der Verantwortung drücken, den Dreck zu beseitigen, das geht ausdrücklich nicht, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es absurd, wenn im Koalitionsvertrag in Bayern von CSU und Freien Wählern steht, dass sie ein ganzes Bundesland vor jeder Erkenntnis, vor der Arbeit der Bundesgesellschaft für Endlagerung aus diesem Prozess herausnehmen wollen. Ich sage, wer sich gerne in Schlössern als König von Bayern inszeniert, wer davon träumt, was er täte, wenn er einmal Kanzler von Deutschland wäre, der darf so nicht argumentieren, der darf sich nicht vom Acker machen, wenn es auch einmal schwierig wird. Oder um es in den Worten des Kollegen Decker zu sagen, weil ich das heute Vormittag gelernt habe, das schlägt dem Fass die Krone ins Gesicht. Meine Damen und Herren, wir GRÜNE haben den Dreck nicht angerichtet.
Verantwortliche Politik ist aber, das Problem zu lösen, sich dem Problem zu stellen. Und da hilft uns eines, nicht eine Not-in-my-backyard-Politik von Herrn Söder, sondern es hilft uns einmal mehr ein transparentes Verfahren, es hilft uns einmal mehr wissenschaftliche Erkenntnisse, wo ein geeigneter Standort sein könnte, und dann eine politische Entscheidung, transparente Kriterien, wissenschaftliche Erkenntnisse und dann eine Entscheidung. Das ist verantwortliche Politik. Dazu stehen wir, dazu steht diese Koalition, diese Landesregierung, und auch da können wir einmal mehr Beispiel für die ganze Bundesrepublik sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wagner. Für die Linken hat sich Herr Felstehausen gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Diese Rede zum Stand der Endlagersuche für Atommüll möchte ich Adi Lampke widmen. Adi war Gründungsmitglied der bäuerlichen Notgemeinschaft in Gorleben, und ohne seinen klaren und sehr konsequenten Protest wäre Gorleben sicherlich schon gebaut worden, trotz aller bekannten wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass es geologisch ungeeignet ist. Danke, Adi, danke dem Widerstand in Gorleben. 40 Jahre Widerstand gegen das Endlager in Gorleben zeigen aber eben auch, dass Widerstand erfolgreich sein kann, auch wenn alle Planfeststellungsbeschlüsse durch Gerichte bestätigt werden und Bestandskraft haben. Widerstand, meine Damen und Herren, lohnt sich, und deshalb gehen von hier aus auch die herzlichen Grüße heute an den Danny. Jetzt, Dankeschön. Jetzt ist Gorleben vom Tisch, und jetzt liegt ein erster Aufschlag für mögliche Standorte vor. Die üblich Verdächtigen, Matthias Wagner hat es gerade schon gesagt, die üblich Verdächtigen rufen schon wieder "Not in my backyard", und das war zu erwarten. Sie waren gerne dabei, als es um Steuereinnahmen und Megawattstunden ging, aber jetzt, wo es um die Hinterlassenschaften geht, wird schnell klar, es handelt sich um üble Zechpreller. Aber auch der heutige Stand ist alles andere als ein Grund zum Jubeln. Wieder besteht die Gefahr, dass hinter verschlossenen Türen gedealt wird, wieder liegen nicht alle Daten offen, und wieder ist die Beteiligung der Öffentlichkeit nur mangelhaft. Um diesen Konflikt, der jetzt schon über 50 Jahre lang durch dieses Land geistert, um diesen Konflikt gesellschaftlich zu befriedigen, braucht es mehr als eine politische Entscheidung. Es braucht einen breiten gesellschaftlichen Konsens in der Bevölkerung. Und dafür braucht es vor allen Dingen zuallererst Zeit. Denn Druck führt zum Gegendruck, und damit wird Zeitdruck das entscheidende Moment für den Widerstand. Es braucht umfassende Transparenz, das heißt, alle entscheidungsrelevanten Informationen müssen öffentlich zugänglich gemacht werden. Es muss jederzeit die Möglichkeit der Kontrolle und der Überprüfbarkeit geben. Es braucht Mitwirkung mit klaren Rechten. Beteiligungsverfahren sind nur dann wirklich sinnvoll, wenn die Beteiligung auf Augenhöhe sachorientiert verhandelt werden kann. Wer dagegen ohnmächtig ist, muss sich über den Protest auf der Straße oder der Schiene seinen Einfluss sichern. Als Fünftes braucht es Mitwirkung an der Entwicklung des Suchverfahrens. Daran darf niemand ausgeschlossen werden. Und alle, die mitwirken müssen, die mitwirken wollen, müssen dazu auch das Recht haben. Und als Letztes und Sechstes braucht es Mitwirkung bei allen grundsätzlichen Weichenstellungen, Beteiligung von Anfang an. Und diese Forderung wird durch die gebetsmühlenartige Wiederholung von Mitgliedern des Nationalen Begleitgremiums nicht besser. Es bleibt die zentrale Forderung, die Beteiligung muss von Anfang an erfolgen. Wenn das nicht der Fall ist, meine Damen und Herren, wenn nicht alle mit einbezogen werden, wird diese Suche nicht erfolgreich sein. Ich hoffe, dass unter diesen Bedingungen die Suche tatsächlich erfolgreich werden kann, dass sich niemand pauschal da seiner Verantwortung entzieht.
und dass tatsächlich es auch noch ein Überdenken gibt, ob das jetzt gewählte Top-Down-Verfahren wirklich zum Gelingen beitragen kann. Aber ich möchte auch noch auf etwas anderes hinweisen, und ich weiß, dass das die Grünen jetzt hier nicht gerne hören werden. Das, was vielleicht mal in 30 oder 50 Jahren irgendwo in der Republik eingelagert werden soll, rollt jetzt wieder auf Hessen zu. Die Kastoren aus Sellafield. Um es klar zu sagen, es ist unser Müll, und wir tragen die Verantwortung für die Rücknahme. Aber wir tragen eben auch die Verantwortung für die Sicherheit in der Rücknahme. Wir, das ist in diesem Fall die Hessische Landesregierung, und hier gibt es erhebliche und hier gibt es berechtigte Zweifel. Die jetzt gelieferten oder die jetzt zu liefernden Castor HAW 28M Behälter dürfen nämlich nur, und das ist eigentlich selbstverständlich, mit einem absolut dichten Primärdeckel transportiert werden. Im Falle einer nicht auszuschließenden Havarie besteht jedoch im Zwischenlager Biblis noch nicht einmal die theoretische Möglichkeit einer Reparatur. Für das Konzept einer Reparatur mit einem sogenannten Fügedeckel fehlt jeder technische Nachweis. Vor allem gibt es keine sogenannte heiße Zelle, in der ein Wechsel dieser Deckel möglich wäre. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Felshausen. Ja, mein letzter Satz, Herr Präsident. Voraussetzung für die Zwischenlagerung ist aber der Nachweis, dass nur das nicht eingelagert werden kann, sondern eben auch wieder abtransportiert werden können muss. Hier hat die Frau Ministerin Hinz es schlicht und ergreifend unterlassen, im Rahmen der Beteiligung im Genehmigungsverfahren die erforderlichen Vorkehrungen für den Einbau einer heißen Zelle im Zwischenlager zu fordern und durchzusetzen. Bitte wirklich, deshalb, letzter Satz. Ja, deshalb fordern wir den sofortigen Stopp der Einlagerung, bis diese Voraussetzungen erfüllt sind. Und wir begrüßen den breiten gesellschaftlichen Protest gegen die Castortransporte nach Biblis. Vielen Dank. Danke, Herr Felstehausen. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Lichert zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Deutschland sucht das Superendlager. Ja, eine Lösung für den Atommüll wird gesucht, und das bereits seit über 40 Jahren. Und wie immer, wenn Politik versucht, technische und naturwissenschaftliche Fragestellungen zu übersteuern, dann passiert was? Es dauert ewig, kostet Unsummen und floppt am Ende nicht trotzdem, sondern genau deswegen. Seit 1977 wurde Gorleben erkundet, und vor relativ kurzer Zeit hat man offenbar doch festgestellt, dass es den Kriterien nicht genügt. Was macht Sie jetzt glauben, dass es beim nächsten Mal sehr viel besser laufen wird? Was macht Sie denn glauben, dass wir heute so viel schlauer sind als noch vor wenigen Jahren und Jahrzehnten? Und was macht Sie glauben, dass wir Deutschen so viel schlauer sind als unsere europäischen Nachbarn? Was machen die nämlich? Die forschen zum Teil sehr aktiv an moderner, sicherer und kostengünstiger Nukleartechnik. Aber wir als AfD-Fraktion, wir sind ja bekanntermaßen optimistische Gemüter, sonst wären wir ja schließlich nicht hier. Also nehmen wir doch einmal tatsächlich an, dass es gelingt, transparent und verantwortungsvoll ein Endlager zu erkunden. Und was dann? Meine Damen und Herren, die von Ihnen geschürte Anti-Atom-Hysterie verunmöglicht de facto jedes Endlager in Deutschland. Erwarten Sie ernsthaft, dass Sie all die über Jahre konditionierten Bürger plötzlich von Ihren Atomkraft-Nein-Danke-Aufklebern umschalten auf Atommüll-Ja-Bitte? Erwarten Sie das wirklich? Ganz egal, was bei dieser Endlagersuche rauskommt, politisch ist ein Endlager nicht durchsetzbar, und es wäre politischer Selbstmord für jeden beteiligten Landespolitiker. Das ist die unangenehme Wahrheit, und über die hilft auch nicht der inflationäre Gebrauch von Wohlfühlvokabeln wie Transparenz und Verantwortungsfülle hinweg. Alle Parteien und Fraktionen der schon länger hier Gesetzgebenden haben eine sachlich unangemessene Angst vor Nukleartechnik geschürt. Und dass ausgerechnet eine Physikerin an der Regierungsspitze es schafft, innerhalb eines halben Jahres zwei Energiewenden hinzulegen, das ist doch ein schlagender Beweis für die Irrationalität deutscher Energiepolitik. Und in den letzten 10 Jahren ist es gewiss nicht besser geworden. Zur Erinnerung, am 28. Oktober 2010 beschloss der Bundestag die Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke.
verlegte, also die im sogenannten Atomkonsens beschlossene, den beschlossenen Ausstieg Nummer 1 deutlich in die Zukunft. Am 14. März 2011, also weniger als ein halbes Jahr später, erfolgte das Atommoratorium. Das war natürlich die Reaktion auf die Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Japan am 11. März, denn die hat auch schwerste Havarien im Kernkraftwerk Fukushima zur Folge gehabt. Gegenstand des Atommoratoriums war unter anderem eine Sicherheitsüberprüfung der Kernkraftwerke. Hektisch wurden die Sicherheitskriterien überarbeitet und am 30. März 2011 veröffentlicht. Und da stellt sich jetzt doch die Frage, auf welcher Basis eigentlich die Entscheidung zur Laufzeitverlängerung überhaupt erfolgt ist. Hat sich in diesen 6 Monaten tatsächlich die Tsunami- und Erdbebengefahr in Deutschland verändert? Wohl kaum. Beide Entscheidungen können natürlich nicht richtig sein. Und eine absolut naheliegende Bewertung ist, dass der zweite Atomausstieg ausschließlich politischen Opportunitäten geschuldet war und die ganze Sicherheitsargumentation ein reines Feigenblatt war. So, und jetzt kommen wir zu der aktuellen Herausforderung des Atommülls. Und meines Erachtens ist völlig klar, dass die Entsorgung primär auch durch die Nutznießer erfolgen muss. Das bedeutet aber doch auch, nach dem Stand der Dinge werden noch in dieser Wahlperiode die letzten deutschen Kernkraftwerke vom Netz gehen. So, damit endet die Nutzungs- und Erntephase, und es widerstrebt mir zutiefst, diese Lasten unseren Kindern und Enkeln aufzubürden. Das passiert aber, wenn viele von Ihnen hier schon im Endlager für abgebrannte Politiker liegen, dann wird erst diese Entscheidung wirklich zu fällen sein. Dann müssen Ihre Nachfolger die Entscheidung treffen, welches Land tatsächlich in die Bütt springt. Und meine Damen und Herren, das ist nur zu verantworten, wenn es alternativlos wäre. Das ist es aber nicht. Technische Probleme müssen auch technisch gelöst werden. Und es gibt technische Ansätze. Mehr als ein Stichwort kann ich hier nicht nennen, und zwar den Dual-Fluid-Reaktor. Gerade in Deutschland wird trotz der enormen Widerstände daran geforscht. Und diese Technologie ist einfach so vielversprechend, dass es absolut unverantwortlich ist. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Lichert. Jawohl, Herr Präsident. Ja, mit Märchen aus der Vergangenheit kennen Sie sich aus. Diese Technik ist viel zu vielversprechend, und es geht hier nicht um die Toxizität von Atommüll, sondern um die Toxizität verantwortungsloser Politik. Denn wenn Sie die Entscheidung ständig in die Zukunft verlagern, machen Sie genau das. Danke, Herr Lichert. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Grumbach zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine nette kabarettistische Veranstaltung kurz vor mir. Ich sage vielleicht mal eins aus der Sprache derer, die einen Großteil ihres politischen Lebens damit verbracht haben, die Nutzung der Atomenergie in Deutschland zu beenden. Wir haben immer gesagt, wir werden keine Endlagersuche unterstützen, solange diese Nutzung nicht beendet wird, weil es unverantwortlich wäre, einen Ausweg zu bieten, der diese Nutzung auf Dauer fortschreibt. So. Schlicht, einfach, simpel. Nun sind wir aber jetzt in einer anderen Situation. Andere haben dafür gesorgt, dass die Nutzung von Atomenergie in Deutschland länger hat. Und in der Tat, Herr Lichert, es gab dort eine politische Entscheidung, über die wir lange debattiert haben, wo ein gesellschaftlich und vertraglich abgesicherter, relativ komplexer Prozess aufgebrochen wurde, mit der Folge, dass es Schadensersatzklagen und Ähnliches mehr gab, und die erst angesichts einer nächsten Katastrophe sozusagen wieder zurückgeholt wurde. Ja, das war eine politische Fehlentscheidung. Wobei Sellafield bringt mich immer dazu, daran zu erinnern, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort ursprünglich hieß, weil auch das war ja ein Ort von größeren und kleinen Katastrophen, die dann immer durch Umbenennung geregelt wurde. Aber zum Kern. So, jetzt sind wir bei dem Punkt, dass wir die vernünftige Entscheidung getroffen haben, eine Technik, die von Menschen nicht beherrschbar ist und die ein zweites Risiko bietet,
von dem die Sozialdemokraten mal geträumt hätten, sie kriegen es in den Griff und bekämen trotzdem die friedliche Nutzung hin, nämlich, dass der Müll genutzt werden kann, um Waffen daraus zu produzieren. Beide Sachen müssen wir verantwortlich so regeln, dass wir den Zugang für lange Zeit versperren. Das ist unser Job. Das ist unsere Aufgabe von Gegnern wie Befürwortern. Und die Gegner sehen sich in der Tat in einer besonderen Verantwortung, weil jetzt passiert all, oder jetzt müssen wir all das verhindern, vor dem wir gewarnt haben, auch sozusagen in der Frage der Endlagerung. Ich war im Wendland vor Hunderten von Jahren aus meiner persönlichen Perspektive. Ja, und wir haben dort dagegen gekämpft, gegen ein Endlager, weil es eine Entscheidung war, die zwar rechtlich, aber politisch ein Problem war, weil sie einen Teil der Ergebnisse der Untersuchung schlicht ignoriert hat. Deswegen der Neustart mit der weißen Karte. Und wir werden heute nicht damit spielen können, diese Entscheidung sozusagen nochmal so zu machen, dass vorher schon geklärt wird, was geht und was nicht geht. Wir haben jetzt die erste Stufe erreicht. Die erste Stufe, die nur die Gesteinsschichten beschreibt. Und jeder kann vor Ort schon mal sagen, es gibt ein paar Probleme. Für Hessen ist das relativ einfach. Der Salzstock, über den es zum Teil geht, ist angeritzt, wie das so schön heißt. Das heißt, auch da gibt es ein paar Probleme. Aber das muss in den nächsten 10 Jahren geklärt werden, indem Gebiet für Gebiet präzise untersucht wird, was ist vorhanden, von der abstrakten Konstellation der Einlagerungsschichten hin zur konkreten. Und erst dann, wenn das für 20 oder wie viele Standorte in Deutschland geklärt ist, die dann übrig bleiben, dann müssen wir den politischen Streit gehen, dann können wir alle Heimatparolen und sonst was gerne aufführen. Aber erst dann, wer das vorher macht, der will keine politische, will eine politische Entscheidung ersetzen, ersetzen als wissenschaftliche Entscheidung. Das ist nicht der Fall. Wenn wir sichern wollen für 1 Million Jahre, bedeutet das, dass erst einmal geklärt werden muss, was sind die Fakten. Asse hat gezeigt doch, was passiert, wenn man es schlicht ignoriert. Den Fehler noch einmal zu wiederholen, wäre bescheuert. Also haben wir die 10 Jahre, und Herr Vesterhausen, ehrlich gesagt, ich finde 10 Jahre einen angemessenen Zeitraum, sowohl für Beteiligung als auch für Klärung. Aber dann muss es auch geklärt sein, weil wir müssen. Und da bin ich dann durchaus witzigerweise bei dem Vertreter. Natürlich müssen wir das klären, nicht unsere Kinder. Unsere Väter haben das eingebrockt und ein paar von uns haben mitgemacht und wir müssen das klären. So. Und dann geht es um ein paar Punkte, wo dann auch klar ist, wie wir spielen. Wir reden hier nicht darüber, ob der Rücktransport nach Deutschland richtig ist. Ich will es nur sagen, wir reden nicht darüber, ob ein Zwischenlager in Biblis richtig ist. Wir reden nur noch über das Wie. Weil das ist auch Teil unserer Verantwortung. Die Variante, wir nutzen jedes Argument, das uns einfällt, um sowas zu verhindern, ist nicht richtig, sondern es muss präzise Argumente geben und wir müssen sagen, wie es gemacht werden kann und wie es sicher gemacht werden kann. Herr Grumbach, kommen Sie zum Schluss, bitte. Ja. Alles in allem, die Menschen, die hier sitzen, werden mehrheitlich dafür verantwortlich sein, dass es ein sicheres Endlager gibt. Und sicher heißt wissenschaftlich sicher, politisch sicher und demokratisch getragen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Grumbach. Für die CDU-Fraktion hat sich Frau Arnold gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Über die letzten Jahrzehnte haben wir die Debatte über das Pro und Contra der Kernenergie geführt. Diese Debatte liegt mit dem Ausstiegsplan und einem breiten gesellschaftlichen Konsens darüber endgültig hinter uns. Man mag in der Rückschau dazu stehen, wie man will, aber an einem kommt man nicht vorbei. Wir als Gesellschaft haben hoch radioaktiven Müll produziert und deshalb haben wir jetzt die Verantwortung, mit diesem Müll ordentlich umzugehen. Eine Verantwortung für unsere und viele kommende Generationen. Und vom Wegschauen und Wegducken geht diese Herausforderung nicht weg. Deshalb ist es gut und richtig, dass wir als Gesellschaft uns in breitem Konsens im Bund auf ein Verfahren verständigt haben, in welchem
Schritten und nach welchen Kriterien wir ein Endlager für diese Stoffe suchen wollen. Ein Verfahren, das streng an wissenschaftlichen Kriterien orientiert ist, ein Verfahren, das die Sicherheit der Lagerung in den Mittelpunkt stellt, ein Verfahren, das völlig ergebnisoffen ist, ein Verfahren, das fair und frei von politischer Einflussnahme ist, ein Verfahren, das transparent und nachvollziehbar ist und den Menschen die Möglichkeit zur Beteiligung gibt. Und es wird nicht zuletzt unsere Aufgabe als gewählte Volksvertreter sein, diesen Prozess konstruktiv zu begleiten, aber auch kritisch zu hinterfragen und die Sorgen und Ängste der Menschen aufzunehmen, die wir hier vertreten. Jetzt wurde ein erster Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung vorgelegt, der natürlich zu großer Aufregung führt. Und hier muss man noch einmal deutlich machen, worum es geht und wo wir sind. Die BGE hat bisher lediglich die grundsätzlich geologisch geeigneten Gesteinsschichten in Deutschland identifiziert. Sie hat keinerlei Untersuchungen durchgeführt, Abwägungen getroffen, nicht geologische Ausschlussgründe definiert. Rein geologisch kommen demnach rund 54% der Fläche der Bundesrepublik ganz grundsätzlich in Frage für die weitere Suche. Und es kann nicht überraschen, dass dabei auch Hessen noch nicht völlig ausgeschlossen werden kann, auch wenn die geologischen Potenziale in Hessen unter anderem aufgrund der Vulkanstrukturen des Vogelsberg oder der Bergbauregion bei mir in Nordosthessen vergleichsweise gering sind. Gerade einmal rund 10 bis 15% Hessens sind nicht von vornherein ausgeschlossen. 99,9% der jetzt vordefinierten Fläche wird am Ende nicht vom Endlager betroffen sein. Ein erster Blick auf die Steckbriefe der betroffenen Gebiete zeigen schon, dass die Eignung der Gebiete in Hessen mit großen Fragezeichen versehen ist. Und aus heutiger Sicht scheint es unwahrscheinlich, dass am Ende der beste, weil sicherste Standort für ein Endlager in Hessen sein wird. Nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Bisher gibt es in Deutschland keine Region, die sich aktiv um ein Endlager bewirbt und wo man das unbedingt haben will, sondern es gilt eher Skepsis und Ablehnung. Übrigens anders als in anderen europäischen Ländern wie Finnland, wo es sogar einen Wettbewerb gibt, wer das Endlager und die damit verbundene Wertschöpfung und Arbeitsplätze bei sich haben darf. Auch wir nehmen ja jetzt schon wahr, dass es in den hessischen Regionen, die aktuell theoretisch noch in Frage kommen, bei einigen Bürgern Unruhe und Sorgen gibt. Im Sinne des am Ende besten und sichersten Ergebnisses sollten wir diese Sorgen ernst nehmen und ernsthaft bearbeiten. Wenn die Bürger in meinem Wahlkreis fragen, ob ein Standort im Umfeld des Kalibergbaus mit Blick auf Standsicherheit wirklich geeignet ist, müssen wir uns damit beschäftigen. Und wenn die Menschen in Südhessen fragen, ob der hochverdichtete Raum dort wirklich geeignet ist, müssen wir uns auch damit beschäftigen. Auch wenn klar ist, ein Standort wird nicht deshalb geologisch ungeeignet, weil dort die Gegner besonders laut oder besonders aktiv sind. Nach diesem Kriterium sollten wir keine Entscheidung fällen, die dann über viele Generationen getragen werden muss. Von hessischer Seite gibt es keine Totalblockade zu einem solchen Verfahren. Im Gegenteil, wir werden dieses Verfahren sehr konstruktiv, aber auch kritisch begleiten. Wir werden viele Fragen stellen und wir werden auch unsere eigene Expertise mit einfließen lassen. Und genau das hat übrigens am Montag auch wörtlich Ministerpräsident Söder für das Land Bayern erklärt. Und ich kann daran nichts Falsches feststellen. Herr Felstehausen, Sie haben von Zechbrillern gesprochen. Ich habe vernommen, die Linke Sachsen-Anhalt hat am 28.09. eine Pressemitteilung zum Thema herausgegeben und sie lautet, die Überschrift, wir sind nicht die Müllhalde der Nation. Da sollten Sie mit den Kollegen Zechbrillern in Sachsen-Anhalt vielleicht auch noch einmal ein Wörtchen wechseln. Und auch der Landrat im Main-Kinzig-Kreis von der SPD hat sich schon dazu geäußert, dass er keinen Atommüll im Spessart haben will. Bitte letzter Satz, Frau Arnold. Letzter Satz. Wir sollten da ja aufpassen, nicht schon ganz am Anfang der Debatte die sachliche Ebene zu verlassen und hier parteipolitische Spielchen zu spielen. Das Thema ist zu wichtig und zu langfristig, um es für einen kurzfristigen politischen Punkt nutzen zu wollen. In diesem Sinne freue ich mich auf eine ehrliche und eine konstruktive Debatte und das Ringen um die wirklich
und nicht nur um die politisch beste Lösung. Herzlichen Dank. Danke, Frau Arnold. Für die FDP-Fraktion hat sich Ihr Vorsitzender, Herr Rock, gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich muss sagen, Frau Arnold, da waren wirklich gute Sätze dabei bei dem, was Sie hier gesagt haben. Aber diese guten Sätze, die Sie gesagt haben, die sollten Sie mal Herrn Wagner oder den Kollegen von den Grünen sagen. Da sind Sie angemessen und da werden Sie angebracht. Erstmal der Punkt sachliche Debatte. Also wenn ich eine sachliche Debatte bei einem hochkomplexen Thema mit Befindlichkeiten der hessischen Bevölkerung, mit technischen Voraussetzungen, die sehr lange angelegt ist, indem wir auch Themen, die die Linken angesprochen haben, wir haben ein faktisches Endlager in Biblis, wie muss das ausgestattet sein, dass es tatsächlich sicher ist, all die Themen müsste man heute bei dieser Debatte ausführlich besprechen, um es richtig bewerten zu können. Das heißt, eine sachliche Debatte in einer Aktuellen Stunde ist ein Widerspruch an sich selbst. Und Sie, Herr Wagner, haben das mit Bedacht gewählt. Sie wollen keine sachliche Debatte. Sie wollen alte Debatten aufwärmen und da ein ganz kleines politisches Karo draus ziehen. Das ist Ihre Absicht, nichts anderes. Das ist Ihre Absicht. Nach hinten gucken, kleines politisches Karo und eigentlich auch gar keine Lösung haben. Ich sage Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Sie haben sich hier hingestellt und haben gesagt, wir sind seriös. Wir sind, was haben Sie gesagt? Verantwortungsvoll, das muss ich ja nachlesen, das bringe ich mit Ihnen gar nicht in Verbindung. Lieber Herr Wagner, Sie haben jetzt zwei Tage lang als Grüne hier vorgeführt, wie man mit dem Finger auf andere deutet, wenn man immer nur sagt, andere sind schuld. Sie nehmen keine Verantwortung, Sie entscheiden nichts in dem Land. Sie reden über Fahrradständer, wenn es um Tausend und Abertausend Industriearbeitsplätze geht. Sie haben doch gar nicht verstanden, wo die Debatte stattfindet in unserem Land. Wenn Sie es, Herr Frömmrich, ernst nehmen würden, dann hätten Sie eine Regierungserklärung der Energieministerin gemacht, dann hätten Sie hier einen Setzpunkt gemacht, dann hätten wir ausführlich ernsthaft über das Thema debattieren wollen. Darum geht es Ihnen aber gar nicht. Ihnen geht es um politisches Klein-Klein, hier noch eine Stimme wieder mit einer aufgewärmten Debatte zu generieren. Und da muss ich aber sagen, wenn man Ihnen jetzt mal auf die Finger schaut bei der Debatte, wenn man Ihnen mal auf die Finger schaut, Tarek Al-Wazir, 2014, FAZ-Interview, sagt Tarek Al-Wazir, er will kein Endlager in Hessen. Hat Tarek Al-Wazir 2014 gesagt zu der Debatte? Hat er in der FAZ gesagt, kann man da nachlesen? Was ist der Unterschied zwischen Tarek Al-Wazir 2014 und Markus Söder 2020? Wo ist da der große Unterschied, liebe Kolleginnen von den Grünen? Wenn Sie differenziert nachlesen, dann sehen Sie nämlich, dass die beiden gar nicht so weit auseinanderliegen. Und lieber Herr Wagner, es ist doch geradezu lächerlich, wenn Sie hier sagen, Sie wollen sich dafür einsetzen, dass es in Hessen ein Endlager gibt. Das ist doch geradezu lächerlich, dass Sie ein Endlager in Hessen wollen. Sie erwecken den Eindruck hier, ich will als Grüne verantwortungsvoll Biblis Atommüll dauerhaft in Hessen einlagern. Das ist mein großer politischer Wunsch, weil ich hier die politische Verantwortung übernehmen will. Sie sind doch die Ersten auf den Bäumen, wenn irgendwo gesagt wird, wo in Hessen ein Endlager entstehen soll. Als Erste auf den Bäumen. Gut, wenn Sie regieren, ja, Herr Wagner, wenn Sie regieren, ist es natürlich anders. A49 ist das beste Beispiel, wie Sie nachhaltig verantwortungsvoll für dieses Land Politik machen. Sie schreiben etwas im Koalitionsvertrag, erzählen bei den Bürgern etwas anderes, machen hier Pirouetten, reden in der Presse dann wieder dagegen, setzen es nachher um. Man weiß doch gar nicht mehr, wo Sie sind mit Ihren politischen Entscheidungen. Das ist doch so krude mittlerweile. So schnell kann sich ja kein Windrad drehen in unserem Land. Sie drehen es eh nicht so schnell. Nehmen Sie den Flughafen, liebe Kollegen von den Grünen. Es gibt keine größere Umfallerpartei im Hessischen Landtag als die Hessischen Grünen. Noch niemand hat schneller seine Meinung geändert für den Machterhalt als Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Nichts, aber auch gar nichts mit verantwortungsvoller Politik. Nein, da können Sie sich jetzt aufregen. Die Beispiele sind unzählbar. Wir haben es heute Morgen ja wieder bei der Ministerin gesehen.
Drei tote Menschen, Dutzende von Verletzten. Sie haben die politische Verantwortung. Sie gehen hierher und sagen erst einmal, was ist überall sonst in Deutschland los? Ich selbst habe noch mit der ganzen Sache nichts zu tun. Das ist ein politisches Bild, das Sie stellen. Und das ist etwas, wo man Sie hier entlarven kann. Es glaubt Ihnen doch niemand in Deutschland, dass Sie ein Endlager in Hessen bauen wollen. Nein, Herr Wagner. Nein, Herr Wagner, ich glaube Ihnen einfach nicht, dass Sie den Spatenstich für ein Endlager im Odenwald, in Seligenstadt oder sonst wo irgendwo in Hessen machen wollen. Sie veräppeln doch hier die Leute mit Ansage. Und wenn es dann zählt, sind die auch die Ersten, die sich vom Acker machen. Das ist doch lächerlich, was Sie hier erzählen. Die Ersten, die sich vom Acker machen. Danke, Herr Rock. Für die Landesregierung erteile ich Staatsministerin Hinz das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege Rock, dieser Beitrag richtet sich selbst, den Sie gerade vorgetragen haben. Sie sind derjenige, der zur Sache nichts beizutragen hat, schließe ich aus Ihrem Beitrag. Und der Kollege Al-Wazir hat 2014 in einem Interview gesagt, dass wir die Verantwortung übernehmen, in Hessen bereit sind, Kastoren aus Sellafield zurückzunehmen, die nämlich aus Biblis mal weggegangen sind, und dass wir bereit sind, hier das in einem Zwischenlager aufzunehmen, dass er davon ausgeht, dass es kein Endlager wird in Biblis, weil der Rheingraben dafür geologisch wahrscheinlich nicht der geeignetste Standort ist. So, meine Damen und Herren, und wenn Sie sich jetzt einmal angucken, was auf der ersten Karte des ersten Zwischenberichtes ist, da ist Biblis jedenfalls nicht als Standort gelistet. Insofern einfach sich mal mit der Sache beschäftigen, Herr Kollege Rock. Das wäre schon einmal gut. Wir haben nach heftigen Auseinandersetzungen in Deutschland den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen, parteiübergreifend. Und parteiübergreifend ist dann auch das Standortauswahlgesetz beschlossen worden von Bundestag und Bundesrat nach den Empfehlungen einer Endlagerkommission. Und ich bin sehr froh, muss ich sagen, dass Gorleben, das ja als Standort eher politisch festgelegt war, jetzt aus dem Spiel ist und man sich aufmachen kann, hin auf den Weg tatsächlich nach fairen, offenen Kriterien, nach transparenten Kriterien ein Endlager zu suchen, das geologisch geeignet ist. Und das ist das Ziel dieser Endlagersuche. In dieser Woche ist der erste Schritt dafür gemacht worden mit dem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Die ersten geologisch ungeeigneten Standorte sind rausgenommen worden. 90 Teilgebiete sind jetzt zunächst einmal definiert. Und zu den 90 Teilstandorten gehören 5, jedenfalls teilweise in Hessen. Das gehört dann auch dazu, dass man ein solches Verfahren mitverantwortet. Und wir haben als Landesregierung das Verfahren mitgestaltet, mitbeschlossen, auch im Bundesrat. Insofern stehen wir auch hier in der Verantwortung, dieses Verfahren gut zu begleiten, die Kriterien natürlich immer wieder zu hinterfragen. Aber es ist wichtig, dass Hessen hier steht und sagt, diese 5 Teilgebiete müssen eben weiter untersucht werden. Und das wird mit allen Teilgebieten so sein. Die werden oberirdisch, unterirdisch überprüft, werden entsprechend begutachtet, damit man am Ende 2030 etwa dann eine Entscheidung treffen kann über die Frage, welche letzten Standorte gehen dann in die letzte Entscheidungsinstanz. Und da geht es darum, dass man den Standort findet mit der bestmöglichen Sicherheit für den dauerhaften Schutz von Mensch und Umwelt bei der Lagerung dieser Abfälle.
Das ganze Verfahren wird begleitet durch das nationale Begleitgremium, auch das parteiübergreifend besetzt, und auch Menschen hinzugewählt worden aus den unterschiedlichsten Gruppierungen aus der Zivilgesellschaft. Und der ganze Prozess wird begleitet durch öffentliche Veranstaltungen. Und die ersten drei zu dem ersten Zwischenbericht werden in Hessen stattfinden. Weil Hessen so ein hervorragender Standort ist. An Hessen geht ja kein Weg vorbei, wie wir wissen. Und da sind die in Kassel und in Darmstadt, das ist sehr gut zu erreichen, auch durch öffentliche Verkehrsmittel. Also werden die Veranstaltungen hier stattfinden, aber auch als Hybridveranstaltung. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger können sich anmelden, zuschalten und können mitdiskutieren. Auch das ist wichtig bei diesem Verfahren, dass es nicht um eine scheinbare Bürgerbeteiligung geht, sondern um eine echte Bürgerbeteiligung. Frau Ministerin, ich weise auf die Redezeit hin. Ja, ich habe deswegen kein Verständnis, wenn ein einzelnes Bundesland versucht, den nationalen Konsens jetzt schon zu verlassen. Das ist mit dem Koalitionsvertrag in Bayern leider geschehen. Es gibt Anzeichen, dass Bayern jetzt langsam wieder zurückkommt. Wir werden jedenfalls nachdrücklich dafür werben, weil ergebnisoffen suchen, aber in Bayern nicht, das kann nicht funktionieren. Und wenn ein Land sich vom Acker macht, werden andere wahrscheinlich ebenfalls dann das Verfahren in Abrede stellen, in Frage stellen. Das können wir uns in Deutschland nicht leisten. Das sage ich ganz klar und deutlich. Der Weg ist schwierig. Die Entscheidungen werden hinterher unangenehm sein. Wir müssen sie aber fällen. Da geht kein Weg dran vorbei. Und wir müssen auch die Entscheidung fällen, dass die Kastoren von Sellafield zurückkommen. Wir haben schon etwa 100 Kastoren in dem Lager in Biblis. 6 sollen hinzukommen. Und ich warne davor, jetzt zu kneifen und zu sagen, wir finden noch ganz viele Argumente, warum die nicht zurückkommen können. Das ist überprüft worden von Seiten des Bundes. Sie werden nach Hessen kommen. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich doch, es wird Reparaturmöglichkeiten geben. Das ist alles überprüft worden in Biblis. Und wir werden auch dazu noch eine Bürgerinformation machen. Ich warne davor, sich immer dann, wenn es ernst wird, davon zu stehlen. Wir als Grüne, die immer gegen Atomkraft waren, ich als die zuständige Ministerin, werde jedenfalls sagen, wir tragen Verantwortung in Hessen, wir bleiben dabei und wir nehmen die Dinger und sorgen dafür, dass es so sicher ist, wie es eben geht. Herzlichen Dank. Danke, Frau Ministerin. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.